Spotfight. Wir leben Wrestling. Kevin Owens trainiert wieder im WWE Performance Center. Er soll bald zurückkommen. Nachdem er sich an beiden Knien Verletzungen zugezogen hatte, nutzte er seine Auszeit, er hat viel Gewicht verloren und ließ sich neue Tattoos stechen. Ob Owens noch vor WrestleMania zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Einige Berichte besagen, er komme erst nach der größten Show zurück. All Elite Wrestling nimmt Penta El Zero Miedo und Rey Fénix unter Vertrag. Die beiden ehemaligen Lucha Underground Stars sollen laut Dave Meltzer exklusiv bei AEW unter Vertrag stehen. Wade Keller berichtet, dass Luke Harper bald ebenfalls Teil von AEW werden könnte. Harper kenne viele AEW-Beteiligte noch aus seiner Zeit im Independent Wrestling. Diese Connections könnten bald zu einem WWE-Abgang Harpers führen. Sanity unzufrieden. Killian Dane und Alexander Wolfe von WWE-Stable Sanity machten auf Twitter auf ihr Fehlen im TV aufmerksam. Die beiden sind sehr unzufrieden darüber, dass Sanity keine Aufmerksamkeit in den Storylines bekommt. Hintergrund der Frustration ist unter anderem, dass immer wieder Pläne für Wolfe, Young und Dane geschmiedet wurden, die WWE jedoch spontan wieder fallen ließ. Jeff Jarrett wrestelt wieder bei Raw. WWE kündigte das Match Elias gegen Jeff Jarrett für die kommende Raw-Ausgabe an. Road Dogg wird in der Ecke von Jarrett stehen und somit ebenfalls bei Raw sein. Außerdem wird Kurt Angle über seine Zukunft bei WWE reden. Spekulationen besagen, er würde sich vorerst von den Fans verabschieden. Andere Quellen sehen in dem Segment eine Grundlage für den WrestleMania-Matchaufbau für Angle. Paige will Managerin werden. In einem Interview mit Sky Sports verriet sie, dass sie es lieben würde, als Managerin zu arbeiten. Paige ist mit Paul Heyman gut befreundet, der ihr einige Tipps diesbezüglich gegeben hat. Die Britin wisse nicht, wen sie managen will. Gerüchte aus der Vergangenheit besagten, Paige würde als Sister Abigail und Bray Wyatts Managerin auftreten. Im Dezember hatte Paige ihren General Manager Posten bei SmackDown verloren. Nach 6 Monaten in dieser Position übernahmen die McMahons die Autoritätsrollen bei SmackDown und Raw. We'll be right back.